Was ein Bauarbeiter im hessischen Kelkheim erlebt und auch überlebt hat, das muss eine absolute Grenzerfahrung gewesen sein. Bei Fundamentarbeiten in einer Baugrube kommt plötzlich die Erde in Bewegung und begräbt den Mann bis zum Hals. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW eilen zur Unglücksstelle, um den Verschütteten zu retten. Der Bauarbeiter kann sich nicht bewegen, steckt tief im lehmigen Boden fest. Seit Stunden wartet er darauf, dass die Rettungskräfte ihn befreien. Die Temperatur liegt bei knapp über 0 Grad, der Mann droht zu unterkühlen. Doch die Feuerwehr kommt nur langsam voran. Das Komplizierte war die Lage der Person, letztendlich abgewinkelt. Also der Körper war aufrecht und die Beine waren nach hinten weggewinkelt. Und das Erdreich, also es ist kein sandiger Boden oder keine Erde, wie man es aus dem Garten kennt, sondern es ist ein lehmiger Boden, sodass wir auch teilweise mit dem Elektromeißel diese Erdschichten auseinanderdrücken mussten. Auf der Baustelle entsteht zurzeit ein großes Gebäude. Der Arbeiter ist am Nachmittag damit beschäftigt, eine Grube mit Stahlpfosten und Holzbohlen zu sichern. Plötzlich brechen die Stützen weg, das Erdreich gibt nach und verschüttet den Mann bis zur Brust. Mehr als 100 Helfer von Feuerwehr und technischem Hilfswerk eilen zur Unglücksstelle. Die Person war von Anfang an ansprechbar, war vital, in Ordnung. Das heißt also, er hat zwar über leichte Schmerzen geklagt, aber es war nicht so, dass wir eine bewusstlose Person vorgefunden haben. Mit einem mobilen Heizgebläse versuchen die Einsatzkräfte, den Mann warm zu halten. Erst nach 5 Stunden kann er befreit werden. Schnell zeigt sich, dass er das schreckliche Erlebnis zumindest körperlich einigermaßen gut überstanden hat. Er kommt ohne schwere Verletzungen davon. Für genauere Untersuchungen und mit leichter Unterkühlung wird der Mann schließlich ins Krankenhaus gebracht.